Wer wird Millionär? Bild wird geladen. Willkommen zu Wer wird Millionär? Ihre Chance, eine virtuelle Million zu gewinnen. Sie müssen einfach 15 Fragen korrekt beantworten. Also, wenn Sie bereit sind, dann fangen wir an. Jo, und ich spiele anscheinend mit der deutschen Stimme von Magnum. Gefällt mir, glaube ich, sogar besser als mit Günther Jauch zu spielen. Mal gucken, wie ich jetzt hier anfange. Nehmen wir mal Spiel. Dankeschön. Bitte. Sind Sie allein oder möchten Sie mit Freunden spielen? Ich versuche mal die Maus irgendwie wegzukriegen. Es sind also nur Sie, ich und der Computer. Bitte geben Sie Ihren Namen ein. Ja, und hallo, ich bin Jens, der Christ. Okay. Möchten Sie vor dem Spiel kurz die Regeln hören? Ja, sag mal die Regeln. Vielen Dank. Bitte. Wenn Sie der Auserwählte sind, werden Sie versuchen, 15 Fragen richtig zu beantworten, um eine Million zu gewinnen. Bei jeder richtigen Antwort gewinnen Sie die entsprechende virtuelle Summe für die Frage und rücken auf die nächste Stufe vor. Es gibt zwei Sicherheitsstufen, bei 1000 Mark und bei 32.000 Mark. Wenn Sie diese Stufen erreichen, dann ist Ihnen diese Summe sicher. Sogar wenn Sie danach falsch antworten. Vergessen Sie nicht, dass sich zwar bei jeder Frage die Gewinnsumme erhöht, aber auch der Schwierigkeitsgrad der Fragen. Zu jeder Frage werden 4 Antworten gezeigt. Drücken Sie den Buchstaben der korrekten Antwort auf Ihrem Keyboard oder klicken Sie mit der Maus auf den richtigen Buchstaben. Wenn Sie recht haben, wird die Antwort blinken und wir gehen zur nächsten Frage über. Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, haben Sie 3 Joker, die Ihnen helfen können. 50-50, einen Freund anrufen oder das Publikum befragen. Sie können diese Joker jederzeit benutzen. Drücken Sie einfach F1 für 50-50, F2, um einen Freund anzurufen, oder F3, um das Publikum zu befragen. Sie können jedoch auch einfach mit der Maus auf das entsprechende Symbol klicken. Wenn Sie den 50-50 Joker nehmen, wird der Computer 2 falsche Antworten löschen. Übrig bleiben die korrekte Antwort und eine weitere falsche. Wenn Sie sich dafür entscheiden, jemanden anzurufen, werden wir einen der ausgewählten Freunde anrufen und ihn um Hilfe bitten. Vergessen Sie nicht, dass Sie nicht an seinen Vorschlag gebunden sind. Oder Sie befragen das Publikum. Wir haben 100 Menschen zufällig ausgewählt. Dann fragten wir Sie, was Sie antworten würden. Wenn Sie das Publikum befragen möchten, zeigen wir Ihnen die Auswertung dieser Befragung. Sie können jederzeit aufhören und das Geld mitnehmen, das Sie bis dahin gewonnen haben. Um das zu tun, drücken Sie entweder den Buchstaben S auf Ihrer Tastatur oder Sie klicken auf das Symbol zum Aufhören. Das ist eigentlich alles. Sie sind nur 15 Fragen von der Million entfernt. Wenn Sie bereit sind, spielen wir Wer wird Millionär? Ja, sehr ausführlich erklärt und nein, ich bin nicht der Auserwählte, aber das ist ein anderes Thema. Und wir spielen hier noch um D-Mark. Sie sind noch 15 Fragen von der Million entfernt. Wenn Sie bereit sind, hier ist Ihre erste Frage für 100 Mark. Ich weiß gar nicht, was man mit Mark noch machen kann. Kann man das so eintauschen? Naja, das könntest du jetzt auch vorlesen. Also wird nicht vorgelesen. Ach, hat man so eine schöne Stimme und dann muss man auch noch selber lesen. Ein bisschen blöd. Lassen Sie sich Zeit. Ja, Sie dann haben lest noch mir 3 Joker. 50-50, Sie können einen Freund anrufen und das Publikum befragen. Welches bekannte Illustrierte aus Hamburg erscheint jeden Donnerstag? Was? Achso, Komet, Stern, Sonne, Planet. Ja, das ist der Stern wahrscheinlich. Also B. Sind Sie davon überzeugt? Nö, aber ich nehme das mal. Sehr gut. Damit haben Sie 100 Mark. 100 Mark? Boah. Hier ist Frage 2 für 200 Mark. 200 Mark. Willst du nicht vorlesen? Ach, der Jauch, der macht das. Wer gehört nicht zu den Spice Girls? Oh.
Allspice. Lassen Sie sich Zeit. Baby Sie Spice. Haben noch drei Joker. 50 zu 50. Sie können einen Freund anrufen und das Publikum befragen. Ich habe da keine Ahnung von. Ich nehme einfach mal Old. Bei den Spice Girls ist das aber schon keiner alt. Ganz sicher? Überhaupt nicht sicher, aber ich nehme es mal. Genau. Und das macht 200 Mark. Das ist ja schön. Auch mit Sie sind noch 13 Fragen von der Million entfernt. Noch 13 Die hier ist 300 Mark wert. In welchem Staat wohnt Vitali Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch drei Joker. 50 zu 50. Sie können einen Freund anrufen und das Publikum befragen. Vicky Leandros mit einem gewissen... Was? Achso. In welchem Staat wollte Vicky Leandros mit einem gewissen Theo fahren? Das ist dieses Lied. Lodge. Also B. Vielleicht auch bei Mallorca. Oder Warschau. Naja, aber es ist B. Ganz sicher? Ja, mit Theo. Ist jetzt D ausgewählt oder B? Ah, B. Ja. Das ist richtig. 300 Mark für Sie. Sie haben schon 300 Mark. Aber Sie könnten noch alles verlieren. Hoffentlich nicht. Hier ist Ihre Frage für 500 Mark. Wie nennt man den Bruder der Schwägerin? Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch drei Joker. 50 zu 50. Sie können einen Freund anrufen und das Publikum befragen. Den Bruder der Schwägerin. Schwipp? Nee, Schwingschwager. Nee, es ist doch der Schwickschwager. Der Schwippschwager, also C. Ganz sicher? Ja, ich glaube ja. Sie verlassen das Spiel heute mit leeren Händen. Oh. Das war die falsche Antwort. Die richtige Antwort war B. Schwippwager. Es tut mir wirklich leid, aber Sie gehen ohne Gewinn nach Hause. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser, wenn Sie Wer wird Millionär spielen. Tja. Kann ich noch mal spielen? Sehr gut. Ja. Sehr schön. Danke. Neues Spiel, neues Glück. Viel Glück. Ich hoffe, Sie sind bereit. Ja. Hier kommt Ihre erste Frage für 100 Mark. Dann mal gucken. Welche alte ostasiatische Kampfsportart perfektionierte Bruce Lee? Dann nehmen wir mal Kung Fu. Sie sagen A? Sind Sie sicher? Ja. Sehr gut. Damit haben Sie 100 Mark. Diese Frage ist 200 Mark wert. Wer machte sich einen Namen als Waffenkonstrukteur? Waffenkonstrukteur. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch drei Joker. 50 zu 50. Sie können Ach so, das ist wahrscheinlich die Kalaschnikow. Das Publikum befragen. Also B. Sie glauben, es ist B? Ganz sicher? Das bringt Ihnen 200 Mark. Ja. Hier ist Frage 3 für 300 Mark. 300 Mark. Welche Delikatesse bekommt man, wenn man... Was? Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch drei Joker. 50 zu 50. Sie können einen Freund anrufen und das Publikum befragen. Meeresfrüchte. Leberpaste. Weinbergschnecken. Ich weiß ja gar nichts davon. Und das sind einfach Fragen. Ich glaube, ich bin gar nicht mal so gut. Sollen wir jetzt mal einen Joker nehmen? Aber was für ein Joker denn? Ein Freund fragen, ja. Wer hilft mir denn da schon?
Hass. Welche Delikatesse bekommt man, wenn man Feu-Gras bestellt? Leberpaste, nee. Aber es ist so eine hohe Gewinnstufe, da wissen das bestimmt die Zuschauer, ne? Warum auch immer. Das sind alte Fragen. Sie befragen das Publikum? Ja. Gut. Das heißt, das Publikum drückt jetzt bitte auf den Knopf. Sie sind sich sicher, dass es D ist. Das ist eine eindeutige Antwort aus dem Publikum. Ja. Leberpaste. Aha. Leberpaste. D. Wollen Sie wirklich weiterspielen? Klar. Hab ich ja gewusst. Damit gewinnen Sie 300 Mark. Leberpaste. Hier ist die vierte Frage von 15. Sie machen das gut. Nehmen Sie sich Zeit. Diese Frage ist 500 Mark wert. Ironie, oder wie? Sie machen das gut. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ja. Sie haben noch zwei Joker. 50-50 und Sie können einen Freund anrufen. Ja, lass mich doch ausreden. Heißluftballons werden nicht geflogen, sondern gefahren. Geschossen. Ja, geritten, gesegelt. Naja, man fährt durch die Luft. Das weiß man. Sind Sie davon überzeugt? Ja. Das bringt Ihnen 500 Mark. Ja, noch einige. Dann hab ich Sie haben noch zwei Joker. 50-50 und Sie können einen Freund anrufen. Nun die letzte Frage, bei der Sie noch alles verlieren könnten. Oh. Sie sind noch 11 Fragen von der Million entfernt. Die Frage für 1000 Mark. 1000 Mark. Was müsste man eigentlich serviert bekommen, wenn man Pommes Fritz... Das ist die letzte Frage, bei der Sie mit leeren Händen enden könnten. Also, lassen Sie sich Zeit. Gebratene Äpfel. Was müsste man da eigentlich bekommen, wenn man Pommes Fritz bestellt? War das jetzt Französisch oder sowas? Aber das kann ich ja auch gar nicht. Also diese Bananen oder Orangen fallen mal weg. Ich glaube Äpfel, ne? Einen Joker nehmen? Ne, wir nehmen jetzt mal die Äpfel. Oder waren es die Erdbeeren? Ne, gebratene Äpfel. Sind Sie davon überzeugt? Total. Sie scheinen überzeugt. Sie haben recht. Und damit 1000 Mark gewonnen. Hey, 1000 Mark. Was ist jetzt aber? Die ersten 1000 Mark gehören Ihnen. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist die Frage für 2000 Mark. Woher kam laut einer berühmten Journalistenfloske der Fußballer Günter Netzer? Woher kam der... Lassen Sie sich ruhig Zeit. Sie haben noch zwei Joker. 50-50 und glaube, Sie können einen Freund anrufen. Ich glaube, ich weiß es. Er kam aus der Tiefe des Raumes, der Netzer. Obwohl ich nicht so ein Fußballexperte bin, aber ich glaube, aus der Tiefe des Raumes... Da kam der Netzer. Naja. Sie müssen nicht weiterspielen. Sind Sie sich ganz sicher? Ich kann ja nicht zurückfallen. Ja, doch. Klar. Mit den ersten 1000 haben Sie sich jetzt 2000 Mark verspielt. Und jetzt kann ich immer aufhören. Nur noch 9 Fragen bis zur Million. Aber je höher die Gewinne sind, desto tiefer können sie auch fallen. Hier ist die Frage für 4000 Mark. Ja. Wie heißt der zweitgrößte Planet unseres Sonnensystems? Der zweitgrößte.
Puh. Die Venus ist, lassen Sie sich ruhig Zeit. Die Venus ist, Sie haben noch klein. Zwei Joker. 50 zu 50. Und Sie können einen Freund anrufen. Der Mars ist eigentlich auch relativ klein, glaube ich, da, oder? Warte mal. Ist das der Saturn? Mit seinen Ringen? Ich glaube, der Merkur ist ziemlich weit in... Wir können ja hier diesen Spruch dann da ohne den Pluto, ne? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag den Nachthimmel, unseren Nachthimmel, glaube ich. Also unsere neuen Planeten waren das vorher mit Pluto. Also Merkur, Venus, Mars, Erde, Saturn, Neptun, Pluto. Wahrscheinlich ist dann Neptun der größte und Saturn der zweitgrößte. Ich würde ja sagen Saturn. Sollen wir es nehmen? Ich kann ja nicht weiterfallen, ne? Aber ich könnte auch noch einen Joker nehmen. Na ne, wir nehmen Saturn. Ist das Ihre endgültige Antwort? Endgültig, ja. Stimmt. Damit gewinnen Sie 4.000 Mark. 4.000 Mark. Sie haben 4.000 Mark. Diese Frage könnte Ihnen 8.000 bringen. 8.000. Wie nennt sich der Sänger, der... Wie heißt die Gang? Ja, keine Ahnung. Kenne ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich rufe jemanden an. Wen rufe ich denn mal an? Keine Ahnung. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier jemanden anrufe. Sie nehmen den Joker und rufen einen Freund an. Ja. Rufen wir ihn an, aber nicht vergessen. Die Antwort ist nicht bindend. Ja. Hallo. Was passiert jetzt? Ja, grüß Gott. Hallo Dagmar. Hier ist Wer wird Millionär? Grüß Gott. Ein Freund von Ihnen ist sehr weit gekommen. Aber jetzt ist Ihre Hilfe gefragt. Aber gern doch, natürlich. Hier ist die Frage, Dagmar. Hoffentlich wissen Sie die richtige Antwort. Tja, wenn jetzt meine Kinder da wären, die wüssten das genau. Ich glaube, der heißt Jimmy Pop. Dagmar, das war großartig. Vielen Dank. Dagmars Wahl fällt auf D. Wie entscheiden Sie sich? Also das fand ich jetzt hier wesentlich besser, als wenn man gar nichts zu den Fragen sagt. Da ich keine Ahnung habe, nehme ich doch mal hier den Jimmy Pop. Die Kinder wissen das. Naja. Jimmy Pop. Ist das Ihre endgültige Antwort? Die 8.000 Mark, die Sie gerade gewonnen haben, gönne ich Ihnen richtig. Gut gemacht. Ich habe sie noch nicht gewonnen. Ich kann ja noch zurückfallen. Kennst du die Regeln nicht? Hier ist die 9. Frage. Sie machen das gut. Aber wenn Sie jetzt falsch antworten, verlieren Sie 7.000 Mark. Hab ich eben erzählt. Wenn Sie richtig antworten, verdoppeln Sie Ihr Geld auf 16.000 Mark. Okay, dann... Welche literarische Figur wurde von den Amerikaner Robert E. Hockmore geschaffen? Kunde Baba, Superman, Tarzan. Sie könnten 8.000 Mark gewinnen oder 7.000 riskieren und weiterspielen. Ich nehme erstmal den 50-50 dann, ne? Verringern wir das Risiko. Ja. Computer, bitte lösche 2 falsche Antworten. Danke. Nur noch die richtige Antwort und eine falsche bleiben übrig. A und D sind weg. Bleiben noch B und C. Ja, was könnte es sein? Conan der Barbar. Kenne ich zwar nicht. Also schon gehört, aber so kenne ich den nicht. Oder Tarzan. Ich kann aber aussteigen, ne? Dann kriege ich ja die 8. Aber mit 1.000 bin ich auch zufrieden. 1.000 Mark.
Ach komm, machen wir mal Risiko und nehmen mal Tarzan. Ist das die letzte Antwort? Nein, danach kommt noch eine, weil es tut mir leid, das war die falsche Antwort. Damit verlieren Sie 7000 Mark. Die richtige Antwort war B. Nein! Ja. Sie gewinnen heute 1000 Mark. Gehen also nicht mit leeren Händen nach Hause. Spielen Sie bald wieder, Wer wird Millionär? Ja, aber nicht mehr heute, denn das habe ich jetzt. Ja. Das nächste Mal komme ich weiter bestimmt. Und jetzt wünsche ich euch dann noch Gottes Segen. Und vielleicht gibt es wirklich ein nächstes Mal mit Wer gewählt mit Billionär war es jetzt nicht, Millionär war es. Ja, und habe ich euch schon Gottes Segen gewünscht? Ja, glaube schon, aber alle guten Dinge sind 2 oder 3 oder so. Deswegen wünsche ich euch nochmal Gottes Segen.